1836 trotzten in der Missionsstation Alamo 187 rebellische Texaner einer Übermacht von 4000 mexikanischen Soldaten. Der chancenlose Kampf wurde zum Symbol des amerikanischen Strebens nach Unabhängigkeit und zum Stoff zahlreicher Filme. Auch der Western Die Barrikaden von San Antone erzählt auf packende Art von dieser legendären Tragödie. In den Hauptrollen sehen Sie Sterling Hayden und Ernest Borgnine. Regie führte der fünffache Oscar-Preisträger Frank Lloyd. Wouldn't you wanna do like Jim Bowie? As a friend, they liked him straight from Rio, all the way down to the Alamo. But the end, my friend, you know the real true story, all about Jim Bowie's last command. Um 1830 war das heutige Texas ein Gebiet von mehr als 300.000 Quadratmeilen nördlich des Rio Grande, eine Provinz der jungen Mexikanischen Republik. Abgesehen von vereinzelten mexikanischen Siedlungen war dieses ungeheuer große Land anfangs nur noch von einigen Indianerstämmen bevölkert. Im Laufe der Zeit kamen von Norden und Osten auch andere Siedler, denen die mexikanische Regierung Land gab, um die Erschließung dieses Gebietes zu beschleunigen. Aber wie alle Pioniere hatten auch sie bald mit Schwierigkeiten zu kämpfen.